Ist Magnesium ein Allheilmittel? Magnesium ist zweifellos eines der Mineralien, über das am meisten über seine potenziellen Vorteile gesprochen wird, und eines der am besten untersuchten Mineralien. Wird Magnesium für so viele Dinge verwendet, wie es scheint? Nehmen wir genug Magnesium mit unserer Ernährung auf? Es gibt viele Fragen, aber auch viele Antworten, die wir in den neuesten Arbeiten finden, die sich diesem für unsere Gesundheit so wichtigen Mineral widmen. Magnesium in unserem Körper. Magnesium ist das vierthäufigste Element im menschlichen Körper, wobei Calcium das erste, Kalium das zweite und Natrium das dritte ist. Wenn wir geboren werden, haben wir etwa 760 Milligramm Magnesium, die sich nach etwa 4 bis 5 Lebensmonaten auf 5 Gramm erhöhen. Im Erwachsenenalter schwankt die Körpermenge noch zwischen 20 und 28 Gramm und findet sich zu 99% im intrazellulären Raum, hauptsächlich in den Knochen gespeichert, wo es zusammen mit Calcium und Phosphor am Aufbau des Skeletts, aber auch in den Muskeln, beteiligt ist. Weichteile und Organe. Im Blut und in extrazellulären Flüssigkeiten sind jedoch nur 1 bis 2% vorhanden. Auf Serumebene gelten Werte unter 1,7 bis 1,8 Milligramm pro Deziliter als Hypomagnesie und, obwohl sie kein echtes Spiegelbild des intrazellulären Magnesiums sind, sind sie ein indirektes Spiegelbild dafür, dass der Körper nicht genug von diesem Mineral hat und dass dies Folgen haben kann. Der Magnesiumgehalt des Körpers wird physiologisch durch 3 Hauptmechanismen reguliert: intestinale Resorption, renale Reabsorption, Ausscheidung und Austausch des körpereigenen Magnesiumspeichers in den Knochen. Unter normalen Bedingungen wird der Magnesiumspiegel durch Aufnahme und Ausscheidung reguliert, und nur wenn es unbedingt erforderlich ist, mobilisiert unser Körper Knochenmagnesium. Dieses wichtige Mineral ist an etwa 80% der uns bekannten metabolischen und biochemischen Reaktionen beteiligt, daher ist es nicht verwunderlich, dass es einen so großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Einige Funktionen von Magnesium sind beispielsweise der Knochenaufbau, die neuromuskuläre Funktion, die Regulation des Herz-Kreislauf-Systems, die Energiespeicherung und Übertragung, der Glucose-, Fett- und Proteinstoffwechsel, die DNA- und RNA-Stabilität und die Zellproliferation. Es gibt 600 bekannte Enzyme, die Magnesium als Kofaktor haben, und weitere 200, die es als Aktivator benötigen. Aktuelle Daten zur Bedeutung von Magnesium unter bestimmten Umständen. Magnesium spielt auf vielen Ebenen eine entscheidende Rolle und ist ein wichtiger Protektor des Herz-Kreislauf-Systems. Es beeinflusst den myokardialen Stoffwechsel und dessen Schutz. Es reguliert die Calcium-Homöostase und die endothelabhängige Vasodilatation. Außerdem wirkt es als blutdrucksenkendes, antiarrhythmisches, entzündungshemmendes und gerinnungshemmendes Mittel. In einer kürzlich durchgeführten systematischen Überprüfung wurde der Schluss gezogen, dass orales Magnesium, 240 Milligramm pro Tag, den Blutdruck sicher senkt, insbesondere bei Bluthochdruckpatienten, die mit blutdrucksenkenden Arzneimitteln nicht gut eingestellt sind. Es wurde auch beobachtet, dass mehr als 600 Milligramm pro Tag Magnesium benötigt werden, um den Blutdruck bei unbehandelten Bluthochdruckpatienten sicher zu senken, obwohl diese Wirkung beim diastolischen Blutdruck stärker ausgeprägt ist als beim systolischen Blutdruck und als sicherer Weg zur Verbesserung des Blutdrucks angesehen wird, der auch andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessert. Risikofaktoren ohne die Nebenwirkungen von Antihypertensiva. Magnesium spielt eine wesentliche Rolle im Nervensystem. Eine der wichtigsten neurologischen Funktionen von Magnesium beruht auf seiner Wechselwirkung mit dem N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor. Diese Rezeptoren werden bei Glutamatbindung aktiviert und vermitteln den Eintritt von Calcium- und Natriumionen und den Austritt von Kaliumionen in Neuronen. Glutamat ist der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter im Gehirn, und diesbezügliche Funktionsstörungen sind an vielen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen wie Migräne, chronischen Schmerzen, Epilepsie, Alzheimer, Parkinson, Depression und Angstzuständen beteiligt. Darüber hinaus spielt Magnesium im Nervensystem auch eine Rolle bei der Regulierung der Freisetzung von Neuropeptiden und der Reduzierung von oxidativem Stress, was zur Aufrechterhaltung einer gesunden neurologischen Funktion beiträgt. Aktuelle Daten weisen auf eine wichtige Rolle von Magnesium hin, sowohl bei der Prävention als auch bei der Behandlung von neurologischen Erkrankungen. Magnesium spielt auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Stress, und wir stehen sicherlich vor einem Gesundheitsproblem, das so häufig vorkommt wie Magnesiummangel in unserer Ernährung.
Viele Studien haben die Wechselwirkung von Magnesium als Schlüsselmediatoren der physiologischen Stressreaktion untersucht und gezeigt, dass Magnesium eine wichtige hemmende Rolle bei der Regulierung und Neurotransmission der normalen Stressreaktion spielt. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass Menschen, die unter psychischem Stress oder damit verbundenen Symptomen leiden, einen niedrigen Gehalt an diesem Mineral haben und dass eine Supplementierung mit etwa 300 Milligramm Magnesium pro Tag einige Symptome wie Müdigkeit, Reizbarkeit und Schlaf verbessert. All dies deutet darauf hin, dass Stress den Magnesiumverlust erhöhen und einen Mangel verursachen könnte. Und Magnesiummangel wiederum könnte uns anfälliger für Stress machen, was ein Teufelskreis ist, den wir vermeiden sollten. Angesichts der wichtigen Rolle von Magnesium bei so vielen metabolischen und biochemischen Prozessen gibt es sogar Studien, die von seinem Potenzial als Ernährungshilfe bei Patienten mit Covid-19 sprechen, insbesondere bei Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes, Nieren, Herz oder anderen Problemen. Gesundheitliche Umstände, die die Entwicklung der Infektion erschweren können. Magnesium in unserer Ernährung. Magnesium ist in vielen Lebensmitteln enthalten, aber Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte und Gemüse sind besonders reich an diesem Mineral, insbesondere Kohl und tiefgrüner Kohl aufgrund ihres hohen Chlorophyllgehalts. Auch Kakao und Vollkornprodukte sind eine gute Nahrungsquelle. Deshalb ist der Verzehr von Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs und auch der regelmäßige Verzehr von Vollkorn und Naturgetreide sowie Brot so wichtig. Daher kann Magnesiummangel zum Teil auf eine geringe Aufnahme dieser Lebensmittel in einer Bevölkerung mit unzureichender Ernährung, aber auch auf eine Abnahme des Gehalts dieses Minerals im Boden während der letzten 100 Jahre zurückgeführt werden. Tatsächlich wurde bereits in den 1930er Jahren über diese Tatsache Alarm geschlagen, indem auf den Mangel an Magnesium und anderen Mineralien in einigen Lebensmitteln hingewiesen wurde, und heute wird geschätzt, dass Gemüse zwischen 80% und 90% weniger Magnesium enthält als noch vor einem Jahr. Dieser Gehaltsverlust dieses Minerals in verarbeiteten Lebensmitteln trägt dazu bei, dass die Ernährung der heutigen Bevölkerung arm an Magnesium ist. Laut der ANIWES-Studie nehmen 80% der spanischen Bevölkerung weniger als 80% der empfohlenen täglichen Magnesiumzufuhr zu sich, was deutlich macht, dass das Problem existiert und von großer Bedeutung ist. Die empfohlene Zufuhr für die spanische Bevölkerung beträgt nach Angaben des Wissenschaftlichen Ausschusses von AECOSAN und EFSA 300 bzw. 350 Milligramm pro Tag für erwachsene Frauen bzw. Männer. Und obwohl dieses Mineral im Urin ausgeschieden wird, um eine Hypomagnesiämie zu vermeiden, kann es bei gewohnheitsmäßig geringer Aufnahme oder übermäßigen Verlusten aufgrund verschiedener Ursachen, wie zum Beispiel der chronischen Einnahme einiger Medikamente, zu einem Magnesiummangel kommen. Frühe Anzeichen eines Magnesiummangels sind Schwäche, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen. Aber wenn das Problem anhält, können Muskelzuckungen und Krämpfe, Taubheitsgefühl, Kribbeln, Persönlichkeitsveränderungen, Koronarspasmen, Herzrhythmusstörungen und Krampfanfälle in schwereren Fällen von Mangel auftreten. Schließlich kann ein schwerer Magnesiummangel aufgrund einer schweren Störung der Mineralhomöostase im Körper zu einer Hypokalzämie oder Hypokaliämie führen. Magnesiumergänzung: Es gibt viele Produkte auf Magnesiumbasis auf dem Markt. Studien scheinen darauf hinzudeuten, dass organische Produkte auf Magnesiumbasis, Aspartat, Citrat, Laktat, Bisglycinat, bioverfügbarer sind als solche mit anorganischen Magnesiumsalzen, Oxid, Sulfat, Carbonat. Vielleicht ist es zweckmäßig, für jede Person das am besten geeignete Produkt mit einer optimalen Magnesiumdosierung zu suchen, die nicht die einzige nachteilige Wirkung hervorruft, die erzeugt werden kann, nämlich eine gewisse abführende Wirkung. Vergessen wir nicht, dass dieser Effekt auftritt, wenn es keine gute Aufnahme von Magnesium gibt, das im Darmlumen verbleibt, wodurch sich aufgrund einer osmotischen Wirkung Wasser ansammelt, was die Darmpassage begünstigt. Es mag sein, dass uns dieser Effekt bei einigen Menschen interessiert, aber wenn wir nach einer guten Bioverfügbarkeit suchen, ist es klar, dass wir nach der Dosis und dem Magnesiumsalz suchen müssen, das es nicht produziert, um eine gute Absorption zu gewährleisten.
Auf jeden Fall ist klar, dass die Förderung der Aufnahme von Magnesium und die Ergänzung unserer Ernährung mit diesem Mineralstoff absolut empfehlenswert und konsequent ist, insbesondere bei Menschen, die keine Gewohnheiten erreichen können, die eine hohe Aufnahme dieses Minerals fördern, oder bei Personen mit Risikofaktoren für kardiovaskuläre, neurologische oder andere mit Stress verbundene Pathologien wie Muskelverspannungen, Müdigkeit oder Schlafstörungen. Einige Magnesiumprodukte, die Sie finden können und die von ausgezeichneten Marken sind, sind Solga Magnesium Citrat, Aquilea Magnesium Brausetabletten, Naturmil Magnesium. Je mehr Wissen über Magnesium und seine Funktionen im Körper generiert wird, desto mehr wissen wir, dass es wirklich so ist, dass in unserem Körper weit verbreitete Brotmineral ist gar nicht so weit davon entfernt, ein Allheilmittel zu sein. Ein Artikel von Catalina Vidal Ramirez, Apotheker, Geschäftsführer bei bio-pharma.es. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen ersetzen in keiner Weise den Rat eines Arztes. Jegliche Erwähnung eines Produkts in diesem Artikel stellt keine Befürwortung der SDGs, Sustainable Development Goals, für dieses Produkt dar.